What's up, YouTube? Heute wieder ein Video von einem Live-Trade, den ich versucht habe mitzunehmen. Aber schaut selbst, was passiert ist. Natürlich wieder Demo-Account. Ciao! Leute beschweren sich ja, dass ich hier im Trading Room Demo handle. Aber erstens mal ist mein Broker nicht hier vorhanden. Und zweitens mal geht es keinen was an, was ich pro Trade verdiene. Dass das nicht in die Köpfe reingeht. Kriegst mir doch auch nicht jeden Tag deinen Gehaltszettel vor und zeigst mir, dass du 50 Euro verdient hast. Interessiert mich auch nicht. Es geht hier um Mehrwert und nicht, was ich pro Trade verdiene. Muss mal in eure Köpfe reingehen. Und selbst wenn ich hier nur Demo trade oder nur Demo traden würde und immer profitabel bin mit meinen Trades, ja, ist es dann ein schlechter Trade? Denk doch mal drüber nach. Ich habe im Demo angefangen, profitabel zu werden, war über ein halbes Jahr profitabel. Die ganzen Trades waren aber gute Trades. Wie fängt man denn an im Demo? Also ihr solltet euch mal wirklich überlegen, auf was ihr euch konzentrieren wollt. Wollt ihr euch konzentrieren darauf, ob das jetzt ein Demo-Account oder Echtgeld-Account ist oder was ihr aus dem Video an Mehrwert mitnehmen könnt. Weil da liegt dann ja wahrscheinlich euer Problem. Ihr seid nur gierig und wollt dicke Lambos, dicke Uhren sehen und hier fünfstellige Zahlen mit einem Trade. Aber Leute, so läuft's nicht. Werde ich keinem zeigen. Vor allem nicht in so Zeiten, wie wir gerade haben. Ist doch völlig gefährlich, da irgendwelche Zahlen preiszugeben. Ganz bescheuert bin ich ja auch nicht. Kommen Leute auf mein Profil, in mein Discord und lassen dumme Kommentare da. Geht mir auf die Nerven. Tradet doch einfach mal im Demo profitabel. Zeigt mir doch mal so Trades, die ich euch dauernd zeige. Wenn es so einfach ist. Seid ihr scheinbar, seid ihr alle super Trader. Dann frage ich mich, was macht ihr bei mir im Kanal? Was sucht ihr auf meinem Kanal, wenn ihr doch so toll seid? Von Tuten und Blasen keine Ahnung haben, aber irgendwelche dummen Kommentare abgeben. Sag ja, Großteil der Gesellschaft sind einfach Luschen, muss man halt so sagen. Und deshalb konzentrieren sich die Luschen auch darauf, ob das jetzt Demo oder Echtgeld ist. Konzentrier dich doch darauf, was ich dir hier zeige. Wahnsinn. Okay, ich tendiere jetzt zu long. Gute Bewegung. Ich platziere schon mal mein Tool. Mag, dass er die Highs rausnimmt. Jetzt muss ich nur noch abwarten, ob ich meine Bestätigung reinbekomme. Market Execution, ich riskiere wieder 1000 Euro.
Und jetzt schauen wir mal. Das Gute ist, die Zahlen verändern sich immer hier auch, je nachdem, wo ich mein Tool hinlege. Okay, Bestätigung ist jetzt leider noch nicht da. Schade, manchmal kommen keine Bestätigungen rein, dann hat man den Trade halt nicht mitbekommen, aber die Richtung war schon mal richtig. Warten wir mal, was hier passiert, beziehungsweise was hier passiert. Brauchen auch keinen großen Trade mehr, es ist ja Freitagnachmittag. Ups, ein 1 zu 3 reicht mir.